Gausi, jetzt hier dieses 2-1 in Nürnberg kurz vor Schluss. Wie bitter ist es, nachdem ihr euch zurückgekämpft habt, dann nochmal den Gegentreffer zu kassieren? Ja, ich glaube, man braucht keinem erzählen, dass es natürlich in dem Zeitpunkt dann extrem bitter ist, weil ich denke, nach dem Gegentor zum 1-0 haben wir eigentlich die Spielkontrolle übernommen, haben Nürnberg hinten dann auch so angelaufen oder so attackiert, wie wir es hätten machen müssen, von Beginn an vielleicht auch. Aber ja, das zweite Tor darf halt so in der Entstehung nicht passieren. Da stehen wir schlecht außen, müssen einfach bei den Männern bleiben, dürfen da nicht wild drauf loslaufen. Und dann müssen wir uns letztendlich an die eigene Nase fassen. Ja? Wie gesagt, das 2-1 zu dem Zeitpunkt ist extrem bitter, einfach weil es auch komplett unnötig war und hat uns aber auch wieder gezeigt, dass ja, man 100% abrufen muss, um überhaupt irgendwas zu holen in der zweiten Liga. Und ich glaube, das ist jetzt ganz gut, dass wir jetzt immer gesehen haben, dass ein paar Prozent weniger nicht reichen. Jetzt, Hinrunde ist jetzt vorbei, es geht jetzt in die Winterpause. Wie fällt jetzt dein Fazit nach den ersten 17 Spielen aus? Ja gut, ich denke, man braucht nur auf die Tabelle schauen. Wir haben 19 Punkte nach 17 Spielen, das ist nicht das, was wir uns vorstellen. Müssen wir selbstkritisch mit uns umgehen, wir wissen, woran wir arbeiten müssen. Jetzt kommt die Pause, die Wintervorbereitung und da müssen wir extrem viel arbeiten, gerade auch im Offensivbereich, dass wir da deutlich besser werden, deutlich mehr Tore schießen und dann vielleicht auch endlich wieder die Stabilität in den letzten Wochen, die wir gezeigt haben, auch an den Tag legen. Alles klar, Dankeschön. It's about to be legendary.